Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Match Empires at War Gruppe D. Das Match 1, da haben wir einmal in grün, das ist Flash. Und der spielt in Spiel in blau, da haben wir Vortex. Und das ist tatsächlich das Halloween-Tileset. Die fügen ja mit ihren Updates immer wieder für die aktuelle Saison-Tilesets dazu. Und das ist, oft sind die in den Turnieren gebannt. Aber anscheinend haben wir das hier am Start. Wie man sieht, das sind die Bäume ein bisschen, ja, verbrauchter. Generell, ja, die Farbgebung ist ein bisschen gedämmter. Hat schon was Atmosphärisches. Ist schon echt ganz süß, dass ihr das macht. Das kommt eigentlich oft in diesen kleineren Updates für die Saison. Kommt so Zeug mit dazu. Man sieht es ja auch hier mit den Bäumen ohne Blätter. Ja, wir sind hier auf Kawasan und tatsächlich muss ich hier gestehen, das ist nicht Map Nummer 1. Das hier ist Map Nummer 2 von den beiden, denn die einzelne Führung, die liegt hier bereits bei Vortex. Das wollte ich im Interface auch direkt drin haben. Denn das ist dasselbe Problem, was ich am Anfang dieses Turniers schon hatte. Es gibt die Map Tempi im Map-Pool und irgendwie Maps, die auf, oder Tempis, die gespielt wurden, tauchen nicht in den Replays der Spielern auf. Ich weiß nicht, warum das so ist. I don't understand. Vermutlich irgendwas, irgendein Publishing-Setting, gehe ich mal fast davon aus, dass es da irgendwas gibt. Aber ist halt jetzt der Fall, ich komme an keine Tempi-Map ran, so wie es den Anschein macht, in dieser Runde zumindest. Das heißt, wir müssen hier mit Map Nummer 2 starten. Trotzdem, es ist die einzelne Führung, es ist ein Best of 5, da kann noch ein bisschen was passieren. Wir kriegen Hirschsteine, wir haben hier auch Mongolen am Start. Mongolen sind wir bisher relativ selten in diesem Spielmodus. Okay, auf der anderen Seite Abbasiden sieht man öfter. Goldene Zeitalter Stufe 1. Man sieht hier Häfen an Häfen. Und hier selbe Geschichte. Der Zusatzhafen. Also Wahrzeichen einmal für Vortex tatsächlich. Militärflüge kommt danach erst. Das wird noch ein bisschen dauern. Khan ist da unterwegs. Und wir haben erstmal ein paar Speerkämpfer über die Kaserne von Flash. Also er will sich da möglichst schnell diesem Hafen annehmen. Das Problem beseitigen. Problem ist, da kommt eine leichte Chunke. Dauert jetzt noch 9 Sekunden. Wie viel Schaden bekommt er da noch drauf? Nicht genügend, um den Hafen zu zerstören. Also er muss das Ding erstmal am Leben lassen. Die Speerkämpfer sind nicht stark genug. Er kann den anderen Hafen theoretisch noch angreifen, wenn er wollte. Oh, verliert er da einen Speerkämpfer? Nur nicht ganz. Hier hat er sogar Doppelhafen, meinst du? Also Flash will auf jeden Fall drum kämpfen, um die ganze Hafengeschichte. Und dass in der Speicher noch ein bisschen verfolgt wird. Hier wird dann auch eine leichte Schunke gebaut. Da gibt es dann einmal die Marine-Schießscharten. Also auch der Hafen, der kriegt Schaden, aber wer wird das überleben? Wer dessen Fischerboote hier kriegen, ordentlich Ärger, eins wird auch versenkt. Ja, Militärflügel dauert halt noch 30 Sekunden. Ja, das sind die Weiden produzieren ein paar Schafe, Gold wird weiter gesammelt, auch andere Schießscharten kommen hier noch und tatsächlich die Dschunke durfte alle Speerkämpfer zerstören. Also das ist die Frage, wie kann sich Flash jetzt hier rausfinden aus der Situation? Und da kommt sogar noch das, oh, das war kurz angedacht, das Piraterie-Upgrade. Für die Mongolen speziell abgeht, dass man eben, wie quasi, wenn man Gebäude beschädigt, dass man, wenn man Schiffe versenkt, Ressourcen bekommt. Ganz lustiges Upgrade eigentlich. Sieht man sehr, sehr selten, weil wir generell nicht so viel Wasser sehen. So, da haben wir jetzt erstmal Sprengstoffdschunke. Oh, das ist natürlich ein schöner Spot, um beide, sowohl Boote abzufangen, als auch die beiden Häfen zu beschädigen. Hier werden jetzt erstmal Sprengstoffschiffe auch in die andere Richtung gepusht. Also das wird jetzt einfach ein bisschen knallender Fight anscheinend von beiden Seiten. Ja, Sprengstoff versus Sprengstoff. Explosion, Explosion, Explosion. Der Hafen ist nämlich fast down. Der Hafen brennt jetzt und da kommen ein paar Netten vorbei. Das heißt, das will man einfach alles kaputt machen. Dann kann man das tatsächlich wieder unter Kontrolle kriegen, die eine Ecke. Der hat sie jetzt auch hochgejagt. Da ist nochmal ein Explosionsschiff in blau. Nimmt das was mit. Das kann den Hafen noch beschädigen. Oder Einheiten abfangen, aber da kommt, wie man sieht, eine Bagala. Da kommt einmal ein Dau und der Hafen ist Geschichte. Das kostet vielleicht hin und da noch eine Einheit, aber ein Hafen weniger. Trotzdem ist es halt hohe Investments auch für die ganze Geschichte. Wie sieht es hier aus? Da ist noch recht ruhig. Da kommen jetzt auch Schießscharten. Da kommt ein weiteres Fischerboot. Währenddessen hier kann man dann den Kampf gewinnen. Sobald die Bagalle da ist, hat sich das Thema hier erledigt. Dann wird da Vortex abgeräumt. So, da einmal das Ding versenkt, die Fischerboote. Das nächste Thema, es gibt hinten aber einen neuen Hafen. Es gibt auch einen zweiten neuen Hafen. Also, es hat Vortex selber noch nicht aufgegeben. Sein Khan, währenddessen low, aber lebt noch. Und da gab es die Marine-Schießscharten. Das war der Hafen hier, dass der Gegner da nicht bleiben kann. Und die Truppe war jetzt auch übersieht. Okay, da ist ein Hafen, da muss man was dagegen tun. Aber das Schiff ist gerade gecancelt, weil es halt sonst direkt in gegnerische Einheiten gefahren wäre. Also, das hätte nicht funktioniert. Somit musste das abgebrochen werden. Erstmal die Schießschaden. Problem ist, dass dann auch schon die Infanterie mit dabei, um den Hafen direkt zu zerstören. Sogar zweite Bagalle. Also Flash will unbedingt hier diesen Tümpel haben. Und er wird den in der Form auch bekommen, wenn er da so viel reinvestiert. Ich glaube nicht, dass Vortex sich das antun möchte. Ja, Branderproduktion gibt es hier nicht, sondern die gibt es hier drüben. Wo der Kriegsstunk hier auch steht. Also es könnte vielleicht einfach eine Aufteilung werden. Das Ding geht an Vortex, das Ding geht an Flash.
Und wie man sieht, hier gibt es keine Chance, das alle im Leben zu halten. Das wird einfach alles nach und nach abgerissen. Damit schon einiges an Ressourcen zerstört hier im Early Game. So, zwei Fischerboote, die man versenken kann, aber damit hat sich das Thema dann auch erstmal erledigt. Soweit. Die Frage ist, ob man hier was dagegen machen kann, gegen den Hafen. Da kommt jetzt nochmal ein Sprengstoff-Dschunkel vorbei. Man könnte den Hafen hochjagen, falls er was baut. Aber erstmal wird einfach manuell runtergearbeitet. Das dauert ein bisschen. Hinten gibt es noch Ärger mit dem Kahn. Die Dorfbewohner haben die Bärensträucherleger gesammelt und müssen jetzt weiter. Und hier einmal Explosion. Ja, der Hafen ist mehr oder weniger Geschichte. Da kämpft auch Flash gerade nicht drum. Also ja, wir bleiben einfach bei. Jeder darf seinen Tümpel haben. Und hier gibt es dann noch ein Dorfzentrum mit oben drauf. Das gibt es bei Vortex bisher nicht. Hat stattdessen die Ressourcen so weit, dass er relativ bald in die Ritterzeit könnte. Hier, der Hafen ist endlich erledigt. Da gab es tatsächlich noch ein Fischerboot. Und das wird auch einfach weggeschossen. Zwei Hafen nehmen wir dazu. Wenn das ein Kahn... Kommt da noch ein Schuss? Turbopfeil, um wegzukommen. Hat gerade so funktioniert. Konnte sich gerade so retten hier. Das Dorfzentrum wird fertig. Das wurde ja auch gescoutet. Mal gucken, ob Vortex da mitzieht. Bisher nicht. Bisher ist sein Weg Ritterzeit. Wie es denn anscheinend macht. Natürlich auch noch mehr Fischerboote ansetzen. Für mehr Nahrung. Wobei, Flash ist auch nicht weit weg, muss man da sagen, vom Thema Ritterzeit. Hat auch schon einige Ressourcen gesammelt. Holt sich irgendwo noch die Schießscharten im Außenposten. Das ist der hier bei der Goldader. Steppenredut ist unterwegs. Damit man da noch mehr Gold ranbekommt. Und parallel die Einheiten. Die ersten Kischik sind da. Oder der erste Kischik ist da. Bogenschützen sind mit dabei. Die Map ist ein Hauch unheimlich. Da sieht man ein paar Kürbisse stehen hier rum an der Reliquie. Er hat einen Sarg geladen. Zwei sogar. Zwei Särge aufgeladen. Ja, das hinten gibt es tatsächlich ein bisschen Ärger. Und es hat dafür gesorgt, dass die Steppenredut gecancelt und neu gebaut wird. Das war jetzt nicht ganz der Plan für Vortex. Tatsächlich, sein Gär kriegt auch noch ein bisschen Ärger. Lustig, dass die Mongolen es sind, die so viele Gebäude verlieren. Das sieht man eigentlich nicht so häufig. So, und das Gär, es kriegt das Upgrade noch durch. Aber dann wird es hier runtergebrannt. Die Bogenschützen verteidigen das. Ne, das Gag kann gerettet werden, tatsächlich. Und das sind die Truppe ist da draußen noch unterwegs. Geschick werden also mehr. Ritterzeit ist erreicht. Gegnerische Ritterzeit wird dann auch kommen. Klar, der Flügel dauert, bis er tatsächlich aktiv wird. Steppenredut ist ein Thema. Kulturflügel startet. Und wer beide haben ihren Tümpel, an dem sie sammeln können. Also soweit, die Ressourceninfrastruktur ist eigentlich recht solide. Da der Versuch, die Einheiten zu besuchen, die Dorfbewohner. Aber da steht der Außenposten. Da sind die Dorfbohnen am Laufen. Die Geschick. Sie tanken ein bisschen was weg. Aber auch nicht alles. Hitpoints werden weniger. Wie viel kostet das denn noch? 19 HP hat er noch. Weitere Upgrades folgen. Gerade Geschick auf Stufe 3. Hier die Einheiten sich. Ja, da wurden ein bisschen gegen gekaltet. Man sieht am Ende verbleiben da zwei Bogenschützen auf beiden Seiten. Da kommen jetzt aber die Bogenschützen von der anderen Seite. Damit der Trupp von Flash wird hier früher oder später sein Ende finden. Kann da nicht endlos bleiben. Die Palisaden wurden errichtet erfolgreich. Dann will man sich auch die Steine holen. Reliquien können dann angesteuert werden in Kürze. Das ist nicht geschickt. Haben es nochmal versucht. Eines ist dabei draufgegangen. Wirtschaftskills bisher 2 zu 3. Die Einheiten, wie gesagt, ist nur eine Frage der Zeit, bis die weggesammelt werden. Die haben jetzt da wenig Daseinsberechtigung. Wirtschaftlich 65 zu 60. Also da führt Flash sogar ein kleines bisschen. Zeitalter hat er auch gleich ausgeglichen. Weitere Upgrades kommen. Da kommt noch einmal der Zusatzangriff, beziehungsweise die stärkere Heilung für die Kischik. Kulturvögel ist da. Direkt Upgrade-Paket wird gestartet. Und der Wirtschaft läuft weiterhin Stück für Stück voran. Belagerungsfachkenntnis für Vortex. Damit könnt ihr dann versuchen, die Häfen zu stoppen. Problem ist, es sind so viele Schiffe hier mit dabei. Ist gar nicht mal so einfach, das hier anzugreifen. Zumal das auch recht nah am eigenen Gebiet von Flash mit dran hängt. Das ist ein relativ kompaktes Gebiet. Hat jetzt hier auch Speerkämpfer mit dabei, um die Kischik wieder abzuwenden. Der Khan kriegt als erstes den Ärger. Die Kischik nehmen trotzdem mal einen Kill mit. Und wollen noch mehr Dorfbewohner erwischen. Trotzdem, die laufen da hinten rein. Der Khan ist in einem schlechten Zustand. Kann man auch Dorfbewohner killen. Aktuell, ja, es gibt nochmal weiter Dorfbewohner Kills. Aber es killt ein Kischik auch. Und es fliegen mehr Pfeile. Das könnte den Khan noch kosten. Khan stirbt. Stirbt der Kischik noch oben drauf, ist die Frage. Da fliegen nochmal ein paar Pfeile. Und es reicht. Der Kischik fällt ebenfalls. Die ganze Truppe wird aufgeräumt. Denn das sind hier die Bogenschützen, sind auch auf Sicht gestellt. Haben ein bisschen Probleme mit den Reitern. Wurden das Zeitalter Stufe 2 für Flash. Weil das sind für Vortex hinten gab es auch nochmal Probleme mit Reitern. Fliegt da ein paar Dorfbewohner. Goldsammeln wird unterbrochen. Und insgesamt setzt sich Flash in der Wirtschaft ab. Mit 74 zu 63. Also er managt das soweit echt solide. Hatte, glaube ich, auch mehr Fischerboote in seinem Einsatz. Das sind hier schon mal 8 Stück. Bei Vortex sind. Der Vortex hat sogar ähnlich viel. Hat auch 8. Hat genauso viel buchstäblich.
Aber das heißt, der Unterschied kommt in den Dorfbrunnen zustande. Bunte Mischung an Einheiten auch, wie man sehen kann bei Flash. Alles Mögliche auf dem Feld. Weitere Upgrades folgen noch. Militärs treffen jetzt hier aufeinander. Aber Khan fehlt in dem Fight. Und Speerkämpfer sind dagegen nicht geschickt. Bogenschützen müssen ein bisschen aufpassen auf die Reiter. Also Flash, wie man sieht, er fühlt sich durchaus stark, mit dem Kampf einzugehen. Vor allem, er hat die besseren Schmiede-Upgrades. Da hat nämlich Vortex gerade noch gar nichts. Der kämpft damit mit quasi nackten Einheiten, was das Thema betrifft. Und man sieht, die ersten Kishik waren auch schon zerstört. Immer das Kamel ist jetzt weg. Das heißt, die Kishik haben jetzt auch endlich wieder ihren vollen Damage. Solange das Kamel da ist, ist ja die Aura aktiv. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Trotzdem, die Bogenschützen leiden. Also Vortex hat sich ein bisschen zu weit rausgewagt und wird dabei ein bisschen weggefarmt. Verliert er mehr Einheiten. Jetzt geht es zum Schiff zurück. Das hilft bei der Stabilisierung der Situation. Das sind die Bogenschützen von Flash, werden erst noch Stufe 3, die waren das bisher gar nicht. Und wirtschaftlich weiter in 80 zu 66, also hält sich das sehr, sehr gut. Goldader hält nicht mehr so lange, 900 Gold noch. Reliquientechnisch werden die ersten aufgesammelt. Nochmal ein Dorfzentrum mehr für die Abbasiden-Dynastie. Hier an den Bärensteuern, was natürlich recht lukrative Nahrungsquelle ist für Abbasiden. Ist auch geil, wie die Bärensteuer leuchten mit diesen roten Bären. Also mir gefällt der Grafikstil schon ein bisschen. Die Halloween-Map. Die wird uns nicht endlos erhalten bleiben. Es gab auch schon, ich weiß, es gab ja diesen Zauberwald, gab es zwischendrin einmal noch. Einmal dieses Unterwasser, nicht wirklich unter Wasser, aber so angelehnt. Also es gab schon ein paar coole Teilsets. Mal gucken, was da zu Weihnachten noch so kommt. So, Mange ist noch nicht ganz fertig. Die Truppe, die Mange von Vortex ist schon da. Die Truppe kriegt den ersten Treffer ab. Währenddessen die Truppe in Blau kriegt gleich auch einen Treffer. Die Geschick wollen an die Mange ran, kommen aber nicht ran. Mange wird beschützt. Mange auf der anderen Seite knallt auch nochmal raus. Also jetzt einfach Handgemenge hier. Dorfzentrum schießt jetzt auch ein bisschen mit. Verluste auf beiden Seiten. Die Mangen leben noch auf beiden Seiten. Und da waren Außenposten eigentlich geplant. Weitere Einheiten werden da reinfallen, den Tod geschickt. Und der versucht da jetzt durch den Gegner durchzubrechen. Militärisch sehr, sehr ähnlich die Sache. Es gibt aber einen Seitenangriff, wie man sieht. Reiter wieder mal suchen Dorfbrunnen. Das ist nicht genügend Platz in den Außenposten, um das alles zu retten. Selbst dann der Außenposten ist schon mega angeschlagen. Der kriegt noch eine Rottenstellung, früher oder später. Ein paar Dorfbrunnen werden hierbei zerlegt, aber nicht viele, muss man sagen. Hauptsächlich laufen sie und arbeiten halt nicht. Es lenkt Vortex ein bisschen ab, der währenddessen hier wieder versucht nach vorne zu pushen mit seiner Truppe. Dorfzentrum kann eventuell nochmal helfen in der Verteidigung. Mange richtet sich auch geschickt in Richtung Dorfbewohner. Und die Kishik leiden da vorne am meisten. Die Bogenschützen aus der zweiten Reihe, was nicht ganz so krass betroffen. Rottenstellung ist jetzt hier drin, der Außenposten hilft. Währenddessen wandern die religiösen Einheiten weiter und versuchen die Reliquien noch aufzusammeln. Ein paar Reiter sind hier verblieben, sehen das neue Obo, das hier steht. Ansonsten ressourcentechnisch ist es relativ gleich aufgeteilt, aber mehr für Flash die ganze Zeit. Also 94 zu 70. Jetzt wird hier sogar ein Mango geben. Also Vortex will mehr Druck machen, er will das Dorfzentrum loskriegen. Klar, er kann mit dem Dorfzentrum, mit der Dorfbrunnen Masse auch nicht mithalten. Er hat ein Dorfzentrum, sein Gegner hat drei. Klar, dass er da zurückfällt, dass das nicht kompensierbar ist. Also Flash managt aber auch alles andere auf dem Map, sammelt die Reliquien ein. Gut, am Ende hat er nur zwei, sein Gegner drei, aber schnappt sich die geweihte Stätte. Er sammelt hier die Ressourcen, hat hier einen verstärkten Außenposten. Militärisch geht es auch, ist immer noch diese riesen Mischung an Einheiten, weil ein Speer da ist, eine Mange da ist, ein Dau da ist, zwei Bagallas, ein Sprengstoff-Dau. Die zwei Imame, die auf dem Feld sind, einfach so, ja, etwas chaotisch, die ganze Geschichte, aber gut. Nächstes Mangonell kommt mit dazu. Der Druck auf die Gebäude erhöht sich. Irgendwann wird Flash hier fighten müssen und er baut dafür ein paar Routen, um die Belagungswaffen loszuwerden. Vortex knallt sich mit ein paar Außenposten hin, verstärkt die auch. Ja, das ist hinten drin. Die Reiter waren davon nur abgefarmt, die machen da nichts. Geweihte Stätte ist einmal aktiv, heißt mehr Gold nochmal in die Taschen von Flash und damit kompensiert er quasi die Zusatzreliquie, die sein Gegner hat. Wobei, die hat er noch gar nicht. Die letzte Reliquie liegt tatsächlich noch. Die hat es nicht sonderlich weit geschafft. Run by der Kishik wird jetzt gestartet. In der Zwischenzeit, man sieht Schmiede-Upgrades, ist Flash auch immer noch deutlich besser aufgestellt. Wir haben da 0020 zu 2022 gleich. Wenn das ein Wirtschafts-Upgrades sind, auch besser für Flash. Also er hat da schon einiges Gutes für sich. Stämme-Redut wurde jetzt verlegt, weil die Goldader leer ist. Wo ist denn seine nächste? Ach, hier oben ist der nächste Goldader. Da arbeitet er gerade, wo die Bagala nebenan steht. Also das sieht Flash theoretisch, ja, mit dem Schiff. Aber sein Hauptfokuspunkt ist natürlich gerade das hier. Er muss irgendwie gucken, dass er die Situation in den Griff bekommt. Hat jetzt die Routen gebaut. Sind die genug? Die Mongonels da vorne. Sie stehen an vorderster Front. Die Routen fahren ran. Die Mangeln kommen wieder zu. Die Außenposten schießen mit rein. Aber es ist Flash egal. Drauf auf die Belagungswaffen. Erstes Mangonel ist weg. Zweites Mangonel kann er noch beschossen werden. Die Mangeln knallen mit drauf. Währenddessen die Geschick sind natürlich nicht mehr dabei. Die sind hier und die farmen sich gerade durch Dorfbewohner durch. Aber es sind ein paar Einheiten da als Antwort. Geschick wird natürlich also nicht ewig halten können. Problem ist für Vortex seine Hauptarmee. Verliert den Fight tatsächlich ziemlich deutlich. Muss erstmal massiv rückwärts. Die Routen sind noch da, um die Schiffe auszuschalten.
einzig kein Damage gegen die Außenbossen ist bisher mit Rand. Die Geschick wurden wirklich alle aufgesammelt hier und haben am Ende gar nicht so viel Economy zerstört. Also für Vortex lief das jetzt nicht so wirklich zusammen. Sein Push vorne wurde ausgebremst. Baut jetzt selber Routen, weil er sie braucht. Und seine Geschick sind alle erstmal gestorben. Muss sie komplett von Null quasi aufbauen. Hat dafür noch 32 Bogenschützen. Ja, dessen Flashs Wirtschaft ist immer noch weiter gewachsen. 111 jetzt zu 78. Also es wird für Vortex echt schwierig und schwierig, je mehr Zeit hier verstreicht. Weil sein Gegner so viel mehr Geld bekommt. Man sieht auch, der Unterschied in den Schmied-Upgrades auch nochmal krasser. Das Rekrutierungsupgrade kommt. 25% Stelleinheit. Und jetzt haben wir Ramberg hier mit dabei. Das heißt, jetzt ist eine Waffe gegen die Außenposten mit dabei. Palisade auch, dass hier nichts weiter schief geht. Steine werden massiv gesammelt. Bergfried wäre dann auch möglich. Also Flash wird hier in Kürze zum Gegenschlag ausholen. Und nicht sicher, ob Vortex dafür ready ist. Vortex Position ist hier nicht so gesichert. Das sind auch schon, das sieht man schon, Shift-Befehl. Außenposten, Außenposten, Außenposten. Bitte einmal wegräumen, bitte. Und vorwärts geht's. Jetzt ist die Frage, kann Vortex das stoppen? Er ist wirtschaftlich hinten. Er ist militärisch eigentlich auch hinten. Er ist upgrade-technisch hinten. Also es gibt wenig, was gerade für Vortex spricht. Und wie man sieht, seine Ruppen fallen gerade auch gerade rein rum. Die Mangel knallt damit rein. Und aktuell, Vortex, kann er das überhaupt stoppen? Oder ist das Ding einfach gelaufen für ihn? Erster Außenposten fällt, zweiter Außenposten wird auch geknackt. Und Flash kann einfach reinforcen, er kann einfach weiter pushen. Er hat jetzt auch ein paar Dorfbrunnen untätig. Also Teil seiner Economy läuft gerade nicht, aber er räumt hier einfach so viel weg. Man sieht, von Benahrungshafen ist für Vortex nichts mehr da. Und er kitet weiter und weiter rückwärts, aber es ist immer noch ein Mangel mit dabei. Die Mangel soll jetzt angerannt werden von den Dorfbewohnern, damit man das Ding in den Griff kriegt, weil sonst haben die Bogenschützen ein Elend. Und die Bogenschützen werden nochmal angegriffen davon. Wir müssen noch ein weiteres Mal ausleihen. Die Dorfbrunnen werden gesniped, die Mangel lebt immer noch, wird nochmal von der roten Stellung geschossen. Außenposten lebt nämlich noch. Der Außenposten kriegt fast die Mangel. Kriegt er die Mangel? Er kriegt sie tatsächlich mit seinem letzten Schuss, also schon zusammenfällt, kriegt er die Mangel noch. Also ist immer das Werkzeug ist gestoppt worden. Trotzdem, Vortex-Position ist hier gebrochen. Und einer hat einen Deadshot, gerade nur Fernkämpfer. Baut wieder ein paar Geschick nach. Und wirtschaftlich gesamt ist er halt auch hinten. 111 zu 77. Und da draußen gibt es jetzt einen Bergfried und neue Ressourcen, die erschlossen werden. Für Flash, gerade Gold, weil Gold hat er jetzt gerade keins mehr gehabt. Da steht Vortex gerade ein bisschen besser. Dafür Vortex hat Nahrungsmangel. Chronischen Nahrungsmangel. Will jetzt sich hier mit dem Hafen etablieren. Weil den Außenposten, der auch hier hat. Also er will das dem Gegner wegnehmen. Damit er da irgendwo die Economy ausbremsen kann. Er baut neue Weiden auf, weil er aufbauen muss. Weil er einfach keine Nahrung gerade parat hat. Das ist schon ein Elend für Vortex gerade. Da kommt halt auch einheitentechnisch nicht so viel nach. Wie man es gerne haben will. Man zieht auch die Kluft inzwischen 120 zu 170 in der Bevölkerung gesamt. Flash pumpt sich da weiter und weiter in die Höhe. Hat jetzt auch keine Routen mehr, um die Schiffe anzugreifen. Den Rambock aber, um die Häfen theoretisch zu zerstören. Aber er hat einfach einen Haufen an Einheiten und hat jetzt gesehen, da ist ein Hafen, der muss weg. Da kommen gerade die Schießscharten mit dazu, aber da kommt gerade eine ganze Truppe rübergewandert. Ja, das sind Vortex-Fernkämpfer hängen hier unten, da wollten wir gerade noch eine Mangel bauen. Eine haben sie fertig, die zweite nicht ganz und müssen jetzt reagieren, aber sie sind halt relativ langsam hier drüben erst. Immerhin, man kann die Bagala versenken, das funktioniert. Das Problem ist, hier ist die Goldader, die man jetzt ja in großer Gefahr sieht. Der Hafen macht da, aber der Hafen mit dem Explosionsschiff, vielleicht geht da was. Bei der Hafen fällt es halt auch relativ schnell. Außenposten fällt parallel auch, jetzt kommt die Geschick mit dazu. Da ist die Explosion, aber sie macht, ja, sie macht ganz ordentlich damit. Dorfbrunnen kommt jetzt auch mit in den Kampf, Außenposten ist bereits down. Der Hafen produziert weitere Brände, in der Hoffnung, dass man das damit in den Griff bekommt. Parallel, der Rambock arbeitet sich durch den Hafen durch, hat den auch schon erfolgreich zerstört. Und hier die Bogenschützen, bis die Fernkämpfer haben trotzdem die Probleme. Flash hat einfach so viel mehr zu diesem Zeitpunkt und es kommt einfach auch so viel mehr nach. Seine Nahrungsversorgung ist jetzt auch nicht die beste, aber sie ist ja trotzdem gerade stabil genug, dass er den forcen kann. Und wie man sieht, er geht die Mangel hinten an, die fällt. Das heißt, die Fernkämpfer von Vortex sind quasi alleine. Er hat noch den Brander hier, sein Hafen fällt aber gerade von alleine auseinander. Er hat kein Gold mehr, das er hier sammelt. Das heißt, er hat noch Holz und Nahrung. Und Nahrung hat er gar nicht mal so viel. Und er braucht im Prinzip weitere Einheiten. Flash pusht weiter und weiter ins Gebiet des Gegners. Das sind noch keine mehr Außenposten mehr, die ihn aufhalten. Der Hafen ist nur eine Frage der Zeit, bis der fällt. Und hier die Einheiten werden weiter gejagt bis zum Hauptdorfzentrum. Also für Vortex, die Chancen stehen jetzt richtig schlecht. Sein Gegner entfaltet sich mehr und mehr auf der Map, kann da tun und lassen, was er will. Einzig hier der Hafen, den könnte er noch zerstören. Das wäre noch eine Kleinigkeit, um dem Gegner wirklich schon einen K.O.-Schlag zu verpassen, was Nahrung betrifft. Weil wie man sieht, hier ist man schon mittendrin zwischen der Production. Der Hafen oben ist jetzt down. Die Einheiten hier pushen immer noch näher ran, die Dorfbrunnen sind auf der Flucht, müssen weiter nach hinten ausweichen. Für Vortex kommt da einfach nichts mehr Sinnvolles zusammen. Er versucht hier eine neue Produktion aufzustellen. Holz hat er noch dafür, aber er ist halt nur noch am Weglaufen. Er ist nur noch am Weglaufen. Viele Dorfbewohner, die nicht arbeiten können, währenddessen sein Gegner hat über 120, also mehr als genug Economy. Und man sieht auch, die Ressourcen steigen inzwischen. Die Bevölkerung hält sich bei 150 mehr oder weniger. Einiges an Gold da. Ein Bergfried könnte noch irgendwo vorne gebaut werden. Wird er auch. Also für Vortex, das ist quasi der Anfang vom Ende. Da wird der Ausgleich kommen, den Flash hier macht, weil da
Sehe ich nicht, wie Vortex das nochmal in den Griff bekommt. Ja, das gegnerische Militär inzwischen auch ausgedünnt. Aber die strategische Position von Flash ist einfach so viel besser zu diesem Zeitpunkt. Und hier die Dorfbewohner versuchen irgendwie jetzt sich wieder die Schafe zurückzuholen, dass man wieder Nahrung sammeln kann. Immerhin arbeiten die Fischerboote noch, das ist ein Trost. Da kommt aber schon die Steinmauer. Da kalt man sich alle wichtigen Ressourcen. Da sagt sie Vortex, nee, das hat so keinen Sinn mehr. Weil der Bergfried ist inzwischen, glaube ich, auch fertig geworden. Das heißt, hier ist eh alles nicht mehr safe. Also 1:1. Ja, Flash hat das einfach über die längere Strecke besser gemanagt. Seine Wirtschaft ist weiter gewachsen. Vortex konnte nicht den Damage finden, den er gesucht hat, den er gebraucht hat, um das in eine ausgeglichene Situation zu bringen. Und dann hat Flash die Economy wieder mehr und mehr übernommen, hat auch solide Fights gemacht. Nicht die krassesten, aber gut genug, um eben seinen Vorteil zu nutzen. Und somit haben wir jetzt einen Stand von 1:1. Auf der Inselkarte geht es weiter. Chinesen und Franzosen tatsächlich das Werkzeug der Wahl für Flash, was ein bisschen unüblich ist. Auf dem Map haben wir bisher hauptsächlich Chinesen gesehen, weil sie einfach mit ihrem Holzboost, mit dem Überwachen am Holzfällerlager sehr, sehr stark sind. Erstmal kommt die Akademie und natürlich, weil die Chinesen dann im Late Game in Zeitalter 4 ein sehr, sehr mächtiges Schiff haben, mit dem man den Gegner wegballern kann. Dem Barschwan, das dann mit seinem Upgrade für das Bienennestfeuer nochmal mächtiger wird. Die Franzosen haben auch ein Spezial-Upgrade für Imperialzeit, die zieht Schaden der Schiffskanonen plus 15%. Und sie haben nochmal ein eigenes Schiff mit der Galeasse. Mit der Karacke, die ja das normale Imperialzeitschiff ist. Die Franzosen haben nochmal ein bisschen was Krasseres. Ist es gut genug, um die Chinesen zu schlagen? Das werden wir rausfinden, wenn wir soweit kommen. Erstmal müssen wir bis zur Imperialzeit kommen. Und das kann ein bisschen dauern. Aktuell hängt jeder noch auf seiner Insel ab, sammelt natürlich Fische mit dazu, also Wirtschaft wird da doch recht schnell hochgepusht. Handelskammer kommt, gut, Kavallerieschule bringt hier wenig auf dieser Karte, wo wir mit den königlichen Rittern hinlaufen. Man muss eh auf seiner Insel bleiben, daher kann man auch einfach die Handelskammern setzen. Problem ist, Handelsroute ist dann so ein bisschen das Problem. Man bekommt dann zwar ein paar Händler, aber ja, Küstenhandelsposten steht hier. Man könnte sich quasi selber noch eine Handelsroute auf seiner Insel irgendwie zusammenbasteln, aber das ist dann auch nicht so geil. Daher, wir bekommen zumindest ein paar Händler. Ob er damit was anfangen kann, ist eine andere Frage. Da kommen mal die ersten beiden. Währenddessen kommt da einmal das Netze-Upgrade für die Fische, dass mehr Nahrung rankommt. Und ein bisschen Ärger gibt es ja schon. Vortex geht relativ früh ins Battle mit den Schiffen, will nicht einfach sich durchkämpfen bis zur Imperialzeit. Snipt auch ein Dorfbonus schon mal weg. Das Fischerboot bleibt am Leben, aber die Kriegsschunke holt sich trotzdem den Kill. Auf der anderen Seite die normale Schunke ist mit reingeschuppert. Man sieht hier schon tatsächlich zwei Dörfer gebaut. Also Bevölkerungskapazität ist erstmal kein Problem für Vortex für die nächste Zeit. Wirtschaftsupgrades kommen da noch. Also ja doch, Franzosen bauen sich da. Aber ja, die Händler stehen halt drumrum. Das ist halt das Thema. Ja, er hat jetzt ein paar Händler, aber was fängt er mit denen an? Man kann sie da nicht plötzlich raussuchen, dass man Handelsschiffe lieber hätte. Handelsschiffe würde ihm da eher was bringen. Das täuscht dann auch ein bisschen in der Wirtschaftszahl, weil die zählen damit rein, die Händler, aber sie tun halt nichts. Das heißt, man hat einfach ja, drei Händler untätig. Tendenz steigen, wenn die beiden Upgrades mit dazukommen. Dann sind wir bei 5 Händler, die nichts tun. Jetzt mal gespannt, was man da noch genau in Planung hat für Flash. Erstmal kriegt er wieder Ärger und sein Brander, sein Sprengstoffschiff ist low. Wird aber nochmal im Leben gehalten. Also Vortex wirklich ordentlich aggressiv. Baut jetzt auch erstmal die Barbarkanis. Er geht auf Song-Dynastie. Mehr und mehr und mehr Häfen. Weil klar, da die Flotte ist das, was hier entscheidet. Mit Land kann man hier recht wenig bewegen. Mit Landeinheiten. Außer man schafft irgendwie es überzusetzen. Mit mehreren Transportschiffen eine riesen Armee auszuladen, aber das ist eh unwahrscheinlich. Und jetzt wurde hochgespart auf die Gildenhalle. Ja, da sind mehr Händler spawnen. Aber das heißt, Ritterzeit dann schon mal für die Franzosen. Das ist dann die Möglichkeit des ersten Rüstungsupgrades für die Schiffe. Der gepanzerte Rumpf kann dann folgen. Was den Kampf ein bisschen leichter macht. Trotzdem jetzt hier wieder Vortex am Drücker mit deutlich mehr Flotte. 6 Schiffe, die da hat. 6 Flottenschiffe. Und wenn man sieht, snipet die Galerie mal instant aus dem Leben. Auch das Sprengstoffschiff hat seine Probleme. Er kommt nicht wirklich nach vorne. Tatsächlich in die andere Richtung geht es mehr. Da hat Vortex den deutlich besseren Fight. Gerade versenkt auch die beiden Schiffe. Und das sieht jetzt schon gar nicht mehr gut aus gerade für Flash. Problem ist nämlich eben, ihm bröckelt gerade seine Wasserpräsenz weg. Und wenn er da nichts mehr sammeln kann, ist das Game langfristig eigentlich eh schon entschieden. Aktuell seine Fischerboote müssen fliehen und Vortex mit der Flotte kann auch nach und nach die Häfen abcampen. Das ist gar kein Problem für ihn. Da hilft es jetzt auch nicht, dass der Gegner in der Ritterzeit ist. Und er kommt. Okay, da kommt der Versuch einer Galeasse in der Ritterzeit. Also das Schiff braucht keine Imperialzeit. Trotzdem, es spawnt halt in so vielen gegnerischen Einheiten. Das ist alles. Wobei der Hafen wird es wahrscheinlich mal rechtzeitig schaffen. 30 Sekunden und Hitpoints schrumpfen. Man könnte theoretisch auch einen Sprengstoff direkt reinjagen, aber selbst dann die werden zurückgehalten. Genau für die Galeassen.
Vortex selber kann gleich auf die Ritterzeit gehen. Der Hafen soll jetzt repariert werden, damit so viel Schisspräsenz schwierig. Okay, Sprengstoff von der Seite trifft aber nur die Dschunke. Ist damit relativ unrelevant. Ja, und eine Galeasse wird es nicht schaffen, wird auch gecancelt. Die andere wird kommen. Wie viel kann eine Galeasse machen gegen so viel Flotte gegen sich? Also ein Schiff gegen die Welt, ist das so das Thema. Da kommt dann hinten mal eine Sprengstoffrunde, aber auch die macht nicht den krassen Schaden. Trifft dann nur die unwichtigen Schiffe. Da ist die Galeasse da. Und da ist die Galeasse auch schon halb down. Schafft sie dann einen Kill? Also ich snipe mal ein Schiff, aber es wird halt selber versenken. Der Hafen ist es auch down. Also ich sehe nicht die Lösung für Flash, muss ich ehrlich gestehen. Hat da draußen noch einen Hafen? Da hinten, das ist eine Mühle. Sonst, der hat sonst keinen Hafen mehr. Nur gibt es mal eine Sprengstoffexplosion, aber insgesamt behält hier Vortex trotzdem die Kontrolle drüber. Einzig der Hafen da außen steht noch, der eine weitere Galeasse versucht. Aber Vortex hat selber noch fünfmal Kriegsschunke. Ist selber in der Ritterzeit inzwischen angekommen. So, hier gibt es noch ja, die Flucht der Fischerboote. Der nächste Hafen kann abgecampt werden. Da wird jetzt ein neuer gebaut, aber trotzdem, die Lage ist mies für Flash. Man sieht es, er ist 20 Wirtschaft hinten und das sind noch Fischerboote, die einfach fliehen und nichts sammeln. Also der reale Wert ist noch höher. Da sind 7 untätig und die 6 Händler sind auch untätig. Also ja, viel Economy, die einfach nichts tut. Da ist noch ein Fischerboot, das gejagt wird. Das ist mal eine Galeasse da. Jetzt, wie gesagt, sie macht gut Damage, 130. 8er Reichweite. Das Ding hat 700 Hitpoints, aber nicht sonderlich gute Rüstung. Schießt halt nur nach vorne. Also es hat einen Frontalangriff, keinen Seitangriff. Das ist die Wumme, die hier vorne drin steckt. Das ist die Kanone. Aber trotzdem, wie gesagt, die Kontrolle fehlt halt für Flash. Er wird jetzt halt immer wieder von den Seiten belagert und kann nicht so viel tun. Vortex kann gleich in den Imperialzeit gehen, da kann er mit den großen Schiffen auffahren und dann sehe ich da wirklich wenig Hoffnung für den Spieler in Grün, das Game nochmal zu retten. Hat jetzt zwar hier den Hafen, aber trotzdem. Da kommt jetzt das Torhaus der großen Mauer. Einfach mal hier, dass man hier noch ein Bienennest hat für die Verteidigung. Galeasse schippert dran. Galeasse ist auch langsam. Ein Feld pro Sekunde. Die Dschunke ist bei 1,75. Fischerboote sind bei 1,50. Also ja, sie macht guten Damage, aber sie schleicht halt so vor sich hin. Die Fischerboote rennen immer noch im Kreis. Der Wirtschaftsunterschied ist riesig mit 30. Reliquien werden jetzt aufgesammelt für Flash, aber trotzdem seine Probleme sind sehr, sehr zahlreich und der Gegner hat jetzt die Imperialzeit erreicht, da kommt noch das Upgrade. Da kommt jetzt dann das erste Barge Run. Und die Galeasse, ja, sie kann jetzt auf Gebäude drauf schießen. Das ist süß. Weil man hier sagen muss, das Ding macht keinen Bonusschaden gegen Gebäude, also es macht nur den Flat Damage. Daher ist die Beschreibung gut gegen, effektiv gegen Gebäude jetzt vielleicht nicht ganz so angebracht. Aber es ist halt auch eine Ritterzeiteinheit, also die Frage, wie stark darf das Ding sein, bevor es zu krass wird. Ja, die Flotte schippert noch weiter. Und wenn das große Schiff da ist, weil das Zeitalter 4 Schiff ist halt doch besser von den Chinesen, würde ich mal behaupten. Wenn es da ist. Da ist das große Teil. Ja, hat mehr Hitpoints. Rums deutlich mehr Damage mit den ganzen Kanonen und ist auch schneller. Also, ja, für Flash, die Lage wird nicht wirklich besser. Seine Rote versucht sein Bestes, um die Schiffe, die gegnerischen aufzuhalten, wird aber selber fast gesnappt. 5 Hitpoints waren da noch drauf. Der Schuss konnte man ja nicht mehr ganz connecten. Aber die Probleme waren jetzt mehr Vortex. Er ist wirtschaftlich so viel stärker. Er ist militärisch jetzt stärker. Da kommt der Bienennestangriff auf seine großen Wummen mit drauf. Es gibt jetzt 3 Galeassen. Aber ja, die haben inzwischen mehr als genügend Gegner, die sie nicht wirklich bezwingen können. Also ich sehe ehrlich gesagt keine Hoffnung für Flash in dieser Map. Das ist nur noch ein langsames Wegsterben. Außer Vortex vergibt einen Kampf richtig, richtig hart. Aber da kommt auch noch das nächste Sprengstoff-Upgrade, nämlich für die Brander. Dass er sich hier wirklich durchknallen kann, so gut es geht. Die andere Fackel kommt auch noch mit der höheren Reife. Also er pumpt seine Brander nochmal deutlich höher. Er hat halt Imperialzeitschiffe der Chinesen. Die Dinger sind mega, mega mächtig. Ah, Explosion hier ist nochmal ganz ordentlich. Also Flash versucht jetzt mit allen Mitteln gegenzuhalten. Man sieht, dass seine ganzen Fischerboote sind mit hier für die Reparatur. Die Brander sind ein gewisser Sorgenpunkt. Aber trotzdem, am Ende für Vortex. Er setzt das deutlich leichter und seine Schiffe werden immer noch stärker. Er upgradet halt alle. Also ich glaube, wir haben noch nie einen Spieler mit so vielen Hafen-Upgrades gesehen wie Vortex gerade. Das ist wirklich mal eine Seltenheit, dass er so viele von den Upgrades mitnimmt. Und das sind trotzdem noch einige übrig. Das sagt einiges. Dass die Schiffs-Upgrades kommen einfach sehr, sehr selten, weil wir nie Wasserkarten haben. Dass die Map was Spezielles. Und aktuell Flash, er überlebt. Er überlebt aber halt wie. Er kämpft immer noch Ritterzeit gegen Imperialzeit. Das wird nicht besser werden. Es werden immer noch mehr große Wummen hier anfahren.
Die Brander müssen da irgendwie traumhaft treffen. Und natürlich die Bogenschutzschiffe sind jetzt auch upgradet, machen einen Angriff mehr. Das heißt, man kann leichter die Brander treffen. Und die Galeasten werden Stück für Stück versenkt. Da nochmal der Versuch, mit Sprengstoffschiffen ranzukommen. Das macht noch gut Damage. Da kommt noch ein Brander mit dazu. Aber auch der trifft nicht so gut. Und währenddessen, ja, für Flash, der Weg in den Paralzeit ist nicht machbar. Der Brander geht einfach in den Hafen, zerstört ihn fast komplett. Zweiter Brander, Hafen ist quasi down, Hafen ist weg. Und damit, da gibt es wieder. Gab es nochmal tatsächlich Transportschiff rüber zu der Insel mit dem Kloster, die Reliquien zu sammeln. Aber, ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Situation für Flash ist da einfach mehr als mies. Und Vortex ist jetzt nicht jemand, der sowas einfach aus der Hand gibt, beim besten Willen. Der nächste Galeasse wird versenkt. Also sie hält ein bisschen was durch, das müssen wir lassen. Aber ja, sie schippert langsam, aber sicher in ihren Tod. Und jetzt wird halt der Gegner eingesperrt. Da, was sollen jetzt dann alle Häfen fallen, Stück für Stück. Da kommt nochmal ein Transportboot, um ein paar Dorfbohnen rauszubringen, irgendwie auf die Insel, dass man hier noch irgendwie was machen kann. Dass man sich auf der Mitte so festkalt, wo die Schiffe nicht hinkommen. Problem ist, die Bauschwan haben eine hohe Reichweite. Die kommen ziemlich weit in die Inseln rein. Wir snipen selbst da noch Dorfbewohner weg. Also man kann nicht mehr vernünftig Ressourcen sammeln, der Rest schippert außen herum. Und tatsächlich, Flash gibt sich einfach recht stur, aber wie man sieht, er hat einen Mönch. Das ist sein ganzes Militär. Er hat nur ein Transportschiff hier. Dorfbrunnen wurden umgesetzt. Es kommt der rote Palast. Also er hat es irgendwie geschafft, Ressourcen zu sammeln, um auf die Imperialzeit zu kommen. Aber das sind jetzt tatsächlich blaue Dorfbrunnen hier schon mit oben. Super. Die battlen sich jetzt hier oben gegenseitig. Da kommt der Palast tatsächlich auf der Insel, um sich irgendwie festzusetzen. Aber da wird man auch schon weggeschossen, da die Dinge einfach eine massive Reichweite haben. Und trotzdem wird man jetzt, ja, von der Seite wird man jetzt überall, alles was irgendwie Küste ist, wird halt komplett weggeräumt. Und damit wird die Fläche für Flash minimal. Die ganzen Länder stehen immer noch dumm rum. Wirtschaftlich ist es sehr, sehr einseitig. Der Hafen ist zerstört. Also ich sehe ehrlich gesagt wirklich keine Hoffnung für den Spieler in Grün, das irgendwie zu retten. Währenddessen geht es Vortex zu Hause eigentlich recht entspannt. Er lädt jetzt gleich die ersten Infanterieeinheiten ein, wenn er es hier bauen kann über die Kasernen. Dann kann er das einfach auch direkt angreifen. Einen Außenposten kriegt man bezwungen mit ein paar Einheiten. Das ist nicht so die große Kunst. Wenn das sind die Schiffe immer noch hier rüber wandern, alles zu stören, was sich irgendwie in Reichweite begibt. Ich meine, man hat die Reliquien immerhin, aber man sieht von der Seite wird man geschossen. Das Wahrzeichen wird geschmolzen, bevor es... Ja gut. Das war dann auch so das Wort zu diesem Game. Das Wahrzeichen stirbt, während es noch im Bau ist, weil die Dinge einfach so viel Damage pumpen. Thema einfach hart erledigt. Da tat einem Flash fast ein bisschen leid, aber er war stur. Er wollte das Game unbedingt irgendwie bis zum bitteren Ende durchziehen, aber es gab dann einfach ein bitteres Ende. Mehr war das dann nicht, weil das sieht man, hier war das schon... Das war davor schon, hier die Lage war schon mies, als Imperialzeit losging für Vortex und Flash einfach nichts mit seinen Galeassen bewegen konnte. Also, ja, man sieht, warum die Chinesen gespielt werden auf der Map die ganze Zeit, weil die sind halt einfach echt krass, was das betrifft. Und somit hat Vortex jetzt hier wieder die Führung. Und hier haben wir auch trockenes Arabien im Halloween-Style, wie man schon sehen kann. Malier für Vortex, Heiliges Römisches Reich für Flash. Hat auch schon die ersten paar Felder hier, hat natürlich Doppelinspiration. Zwei Prälaten sind automatisch mit dabei. Also da kriegt man einen schnellen Start. Tatsächlich legt er ja früh mehr Felder an. Also er will die Nahrungsversorgung sofort umstellen auf ein paar Felder. Währenddessen gibt es jetzt erstmal Passivressourcen. Manzersteinbruch. Aachener Kapelle dann auf der anderen Seite, dass das mit den Feldern weiterhin geboostet wird. Dass noch die Bärensträucher dann in Reichweite, das Holz ist in Reichweite. Das ist ein interessanter Ansatz, da früh ein paar Felder zu setzen. Aber man hat halt deutlich mehr Kapazität für Inspiration. Das ist schon ganz geil eigentlich. Und das soll es auch in Steine gehen. Die Frage ist, was Vortex aus der Sache macht. Bei ihm kommt gerade eine Kaserne und bekommt dann natürlich mehr Passivgold. Erste Baugruppe ist auch voll online. Zweite Baugruppe wird dann auch, ist schon vorbereitet quasi, muss man nur noch setzen. Also Vortex Economy bekommt direkt einen ordentlichen Schub. Ah, eine Kapelle ist währenddessen noch nicht ganz fertig. So, hier gibt es einmal das Upgrade für die Donsos und die ersten Donsos kommen dann auch und das soll Dorfzentrum werden. Mit, ja, inspiriertes Holz sammeln, inspiriertes Stein sammeln. Zweites Dorfzentrum und Aachener Kapelle. Relativ greedy, muss man sagen, für Flash. Hat halt überhaupt keine Militärpräsenz, will einfach nur dieses Dorfzentrum durchkriegen. Donsos sind nicht, oder sind unterwegs, aber es dauert noch, bis die ankommen. Da wollte noch ein Dorfbewohner auch raus von Vortex. Aber er selber, ja, man sieht, sie kriegt selber schon direkt richtig viel Gold. Er weiß gar nicht so wirklich, wohin damit. Zwei volle Baugruben und eben der Steinbruch. Aber wir wissen, bei Mali war es dann irgendwann die Viehfarm, die aufgestellt wird in Massen. Wird man sich selber dann weiter voranbringt in Sachen Ressourcen, da braucht man nicht unbedingt ein Dorfzentrum zusätzliches. Wenn das ein Donso umkreist, das aber kann nicht wirklich was dagegen machen, Dorfzentrum steht. Da kommen noch die Überlebenstechniken, dass man die Rehe schneller sammelt bei Flash. Also Wirtschaftsstart ist gut für ihn.
Baut dann eine sehr solide Economy auf. Hat auch noch einige Schafe als Reserve. Dann kommt jetzt erstmal eine Kaserne in den Außenposten. Der braucht ein bisschen Defensive, weil man sonst von den Donzos hier besucht wird. Und hier sammeln einige Dorfbewohner. Außenposten regelt in dem Fall aber. So stark sind die Donzos dann noch nicht. Wenn das denn für Vortex? Das könnte einfach eine schnelle Ritterzeit werden. Man sieht ja schon, jetzt bei 700 Nahrung, 600 Gold. Er hat noch nicht mal Viehfarmen tatsächlich. Es kann auch sein, er baut einfach die Garnison verrimbar und nutzt sein Gold für 5-fach Produktion und macht damit dann Stress. Die Strategie ist nicht komplett in Vergessenheit geraten. Sie ist halt geschwächt worden. Nachdem die Einheiten in der Garnison verrimbar jetzt mehr kosten. Aber das Gebäude gibt es nach wie vor. Das wurde nicht rausgepatcht. Und ohne Vorbereitung Viehfarmen kann es durchaus sein, dass Vortex das sich jetzt einfach schnappt. Und dann eben mit Einheitenproduktion weitermacht. Ja, da kommt sie auch. Es ist eine Weile her, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Aber Garnison Farimba ist unterwegs. Weil das Nidonsos hier weiter die Situation im Blick haben. Da gibt es sogar einmal Schießscharten für den Außenposten. Das hier wird fleißig gesammelt an den Rehen. Und wir haben momentan noch keine Militäreinheit. Jetzt kommt der erste Waffenknecht bei Flash. Wird auch brauchen können, weil da kommt gleich deutlich mehr Militär bei Vortex. Kann sie dann auch seine dritte Baugrube theoretisch aufstellen. Das macht auch schon, ja, so Vortex ist sehr, sehr fleißig, was das betrifft. Sofort alles umbauen und dann noch Baugrube oben drauf setzen. Und dann kann es losgehen. Dann kommt noch mehr Passivgold mit ran. Und das Passivgold wird er brauchen für die Produktion. Ja, man sieht auch, er sammelt massenhaft aktiv. Also ja, Vortex wirft einfach einen ganzen Haufen Einheiten aufs Feld in der nächsten Zeit. Und das wird dann die Herausforderung für Flash, das zu verteidigen. Er will das verteidigen mit einem Burggrafenpalast. Also auch er hat dann die massive Einheitenproduktion im Sinn. Mit sehr, sehr schnellen Infanterieeinheiten. Sehr, sehr schnell sehr viele Waffenknechte. Da kommen noch die Marschübungen als Spezialupgrade, dass die schneller werden. Hier, Speer arbeitet am Dorfbewohner. Also er wird ihn wahrscheinlich irgendwann während dem ganzen Bauvorhaben. Wobei, nee, er macht dafür nicht schnell genug Damage dafür. DPS nicht vorhanden. Und ist einfach ein Haus nach dem anderen. Okay, da kommt ein Donzo, dann hat sich das eh erledigt. Der Dorfbewohner wird das hinkriegen, das hier alles zu bauen. Und damit wird die Baugruppe hier weiter ausgestattet. In der Zwischenzeit, Satz Speerwaffe ist da und arbeitet sich jetzt nach vorne. Man kämpft halt gegen Heiliges Römisches Reich, chronisch gegen Nahkämpfer. Das heißt, der hat keine Fernkampfunterstützung. Die Speerwaffe können da versuchen, ein bisschen zu kiten. Jetzt erstmal Dorfbewohner sind das Ziel. Dorfbewohner wird getroffen, Dorfbewohner ist down. Ritterzeit ist jetzt aber dafür ausgeglichen. Burggrafenpalast steht, ein paar Dorfbewohner stehen drumherum. Ja, muss man sich natürlich durch die Goldader durcharbeiten. Die hat nur noch 2000. Aber dafür, okay, es kommt tatsächlich Landsknechte, wenn das ein ist hier oben, gegen einen Donzo. Der Prälat wollte unbedingt die Reliquie haben. Es ist ja keine Regenskathedrale, aber trotzdem mehr Gold ist wichtig, dass man weiter pumpen kann, weil da ist ordentlich Goldbedarf jetzt da mit den Einheiten. Und der Gegner hat natürlich da auch einiges, kriegt den Reiter hier, die Reliquie geht dann an Vortex. Hat sehr viel Militärpräsenz hier einfach. Wenn das die Economy von Flash, ja, ist immer noch etwas nicht ganz so rund, was da läuft. Der Dorfbewohner war immer noch hier und da untätig. Die Goldader schwindet wirklich schnell. Holz wird gar nicht so viel gesammelt. Aktuell Gold und Nahrung, einfach, dass man mehr Einheiten bauen kann. Tatsächlich, der Landsknecht kommt aus der Kaserne. 100 Gold pro Stück. Burggrafenpalast wurde nicht wirklich so aktiv verwendet. Hier der Donzo prügelt sich noch mit ein paar anderen Einheiten, wird dann aber irgendwann zerstört. Die Hauptmasse von Vortex ist aber auch noch nicht versammelt. Also er hat einige Einheiten, die sind aber noch zerstreut auf verschiedenen Stellen. Da geht es jetzt hauptsächlich noch um die Reliquien, dass die man sich sichern kann. Da stehen überall auch ein paar Einheiten zur Wache. Da kommt jetzt der Haupttrupp mal näher, hat den Speer gerade zerstört. Damit auch kein Speer mehr da für Flash. Weitere Wudududu-Versuch hier unten. Blaue Wudududu, hat aber nicht ganz funktioniert. Da muss man mehr Einheiten ranschicken, da kommen sonst was. Die ganzen Wölfe, die noch übrig sind. So, und hier oben sind die Speerwaffe drin und das ist genau das Thema. Man versucht, die gegnerischen Nahkämpfer zu kiten und gerade die Landsknechte sind relativ leicht zu zerstören und sind natürlich große Damage-Gefahr mit ihrem Flächenschaden. Daher müssen die Speerwaffe sich darum kümmern, haben sich auch schon erfolgreich darum gekümmert. Hat die Landsknechte 85 HP halt, keine Rüstung. Also die fallen dann recht schnell gegen die Speerwaffe. Am Ende verliert man hier noch einen Speer, aber Vortex konnte ein paar wichtige, teure Ziele ausschalten. Die Reliquie auch freiräumen, die Reliquie wird noch bewacht. Währenddessen hier steht noch der Donzo einfach dumm rum. 1:1 in den Reliquien bisher. Hier wieder nach hinten kiten, bis er jetzt nach vorne kiten. Mit den zusätzlichen Donzos sind auch die Reiter kein Problem mehr. Und jetzt beginnen die Probleme hier für Flash. Er hat Reiter, er hat so viele Landsknechte. Ich meine, damit kommt es schnell durch die Donzos durch. Die Angst ist halt, dass die Landsknechte zu schnell sterben und gar nicht es schaffen, ihren Damage zu machen. Währenddessen Vortex auf Sofas umrüstet. Und dann auch noch Fernkampfschaden 1 zuholt, weil die Speerwaffe noch nicht genügend Damage macht. Dorfzimmer ist auch schon teilweise befüllt. Hier wird man von der Nahrungssammlung abgehalten. Nächster Voodoo-Versuch ist hier unten gegen den Reiter und das klappt auch. Also zumindest den zu verscheuchen. Dass man die Reliquie mal loslaufen lassen kann. Am Ende wird der das aber nicht überleben, der Imam. Früher oder später wird er zerstochen. Aber er kriegt die Reliquie näher ans eigene Gebiet.
Stück für Stück, Meter für Meter. Aber der Hauptangriff läuft hier oben und Vortex hat deutlich mehr Militär. Also die Garnison Farimba-Strategie, wie gesagt, ist halt ein Thema. Und die Landsknechte sollen das jetzt irgendwie lösen. Es sind 9 Stück da. Selten so früh so viele Landsknechte gesehen, aber die müssen es jetzt irgendwie reißen. Wie gesagt, die schlagen sich sehr schnell durch die Donzos durch. Die Speerwaffe sind da so der Hauptdamage-Dealer, auf den man aufpassen muss. Und die Donzos wollen natürlich die Reiter aufhalten, die daran laufen. Aber da kommen halt noch die Truppe von der anderen Seite. Das ist einfach massetechnisch des Vortex um einiges besser aufgestellt. Ist das genug, um hier durchzubrennen? Kampf am Dorfzentrum. Und er nimmt die ganzen Reiter raus. 8 zu 25, das sieht sehr gut aus hier für Vortex. Er nimmt das sehr viele Einheiten schon mit. Von den Landsknechten ist nur noch einer da. Und auch der lebt nicht mehr lange. Es geht jetzt gerade gegen die Sofas. Die pullen sich da durch. Und da kommt auch schon das GG. Weil, ja, Flash das nicht unter Kontrolle kriegt. Seine Golder da hinten ist leer. Und er wird tatsächlich hier schon aktiv belagert. Damit nimmt das leider ein etwas schnelles Ende. Ich hätte sehr gerne noch die erste Karte von den beiden gesehen, wie es da so abging, aber leider kriegen wir Tempi nicht. Und somit, ja, Flash, ja, ein paar Sachen waren nicht schlecht gegen Vortex. Gerade Kabasan war eine sehr starke Map von ihm. In Warring Islands, die Idee war da, aber es hat, ja, ich glaube nicht, dass das der Lösungsansatz ist für die Karte. Wenn man nicht Chinesen spielt, ist die Map, glaube ich, einfach nicht machbar. Da ist einfach Chinesen-Murder angesagt auf der Inselkarte. Und eben hier war Vortex dann doch mit seiner Strategie deutlich besser und macht damit ein 3 zu 1. Aber wir mussten immer abgeben an Flash. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.